Ja, ich bin der Eckhard Heider. Spitzname ist Ecki. So kennen mich, glaube ich, auch die meisten. Bin mittlerweile seit 18 Jahren beim Nationalpark Hohe Tauern als Nationalpark Ranger beschäftigt. Ich war eigentlich immer schon gern in der Natur draußen. Bin ursprünglich Zahntechniker vom Beruf und durch das, dass ich auch sehr viel dann selber unterwegs war, hat sich halt durch die Stellenausschreibung dann ergeben, dass ich mich da beworben habe beim Salzburger Nationalparkfonds. Wir sind sehr viel in der Besucherbetreuung tätig. Ist ja auch gesetzlich verankert, dass wir einen Bildungsauftrag haben und auch den Nationalpark erlebbar machen sollen. Meiner Meinung nach ist, dass sich die Leute immer mehr von der Natur abwenden oder distanzieren. Und da denke ich mal, kann man schon auch ein bisschen unterstützend Natur weitervermitteln oder wieder in ein Gedächtnis hineinbringen. Dieses Wort entschleunigen hört man dann relativ oft und es kann auch leicht einmal sein, dass man sich einmal eine Stunde hinsetzt und einfach nur mal schaut. Das ist runterkommen. Da brauche ich nicht mehr andere Sachen dazu. Das Besondere ist für mich, ein Arbeitstag in der Natur läuft nie gleich ab. Es ist immer irgendwo ein Unterschied da, es ist immer irgendwas Neues zu entdecken und es passieren ja immer wieder Dinge, die man so vielleicht gar nicht erwartet hätte. Und das macht es halt auch irgendwo spannend und wirklich besonders nachher auch.